Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Tag persönlicher Koch. Die heutige Folge, ich weiß, ich sage das oft, ist wirklich besonders, denn ich koche für Kevin. Kevin Romes, und der ist ein professioneller Koch, stellvertretender Küchenchef in Schloss Elmau. Wie klingt das bitte? Der Typ weiß auf jeden Fall komplett, wie man kocht, und ich muss ihn heute von meinen Kochkünsten überzeugen. Let's go. Ich würde sagen, Kevin kann man wahrscheinlich eher so ein bisschen der feinen Küche zuordnen, aber nichtsdestotrotz dachte ich mir, gebe ihm so ein bisschen was von mir mit zum Frühstück. Wir machen Breakfast Burger. Wir fangen an, indem wir uns zwei Gemüsezwiebeln schnappen. Bei denen schneiden wir oben und unten ab. Die Zwiebeln halbieren wir. Und jetzt schneiden wir sie der Länge nach in Scheiben. So, there we go, das sind unsere Zwiebeln. Dann nehmen wir uns hier so einen Topf, setzen den auf und schmelzen da drin eine ordentliche Menge Butter. Und Leute, Kevin ist jetzt auch angekommen. Komm gerne mal ins Bild rein. Servus. Kevin wird übrigens heute auch für mich kochen. Und es gibt was ganz Feines, nämlich Risotto. Das kommt bei ihm auf dem Channel zeitgleich online. Also ihr könnt dann gerne, wenn ihr hier fertig seid, direkt zu Kevin rüber und euch das mal anschauen. Aber du, mein Lieber, kannst dich jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Kannst dich auf die Couch setzen. Nice. Ich mache dein Frühstück fertig. Und du genießt es heute mal, cool, gekocht zu werden. Dankeschön. Wir breiten jetzt hier den Bacon auf Backblech mit Alufolie aus. Und der Backofen habe ich zwar gerade angemacht, ist aber nicht besonders was Vorgeist oder so, sondern wir geben das einfach gemeinsam rein und es wird trotzdem sehr schön crispy werden. Und das brauchst du circa 20 Minuten jetzt. Salz, Zucker dazu. So, 8 Eier schlagen wir hier rein. Zu den Eiern geben wir jetzt 2 Stiche Butter. Dann zu Hause. Hier sind die Zwiebeln am Karamellisieren, hier drüben ist das Ei weiter am Stocken. Wir machen jetzt die Spicy Mayo, also eine scharfe Mayonnaise-Soße dazu. Also wir haben Worcestershire-Soße, wir haben Mayo, wir haben Sriracha und das bringen wir jetzt einfach zusammen. Kevin hilft mir gerade mal ganz kurz, weil man muss die Eier die ganze Zeit rühren. Da geben wir jetzt wirklich so nach Geschmack erstmal ein bisschen von den jeweiligen Soßen dazu. Beide sehr dominant, also Sriracha ist sehr scharf. Worcestershire-Soße ist sehr geschmacksintensiv, deshalb vorsichtig. Das Ei stockt langsam. Wir nehmen es jetzt auch direkt von der Hitze runter. So, ihr seht, es ist echt am Stocken hier langsam. Und jetzt fügen wir da nochmal einen Stich Butter hinzu. So, und wenn die Butter eingerührt ist, dann geben wir jetzt noch einen großzügigen Esslöffel Creme Fraiche dazu. Das macht das Ganze sehr cremig. Die rühren wir auch unter. Und jetzt geben wir auch unseren Schnittlauch dazu. So, wir haben es untergerührt und jetzt geht es wieder auf die Hitze. Der Grill ist vorgeheizt. Ich sag euch, Leute, Burgerbrötchen merken es, ob die auf einem Grill angetoastet werden oder in einer Pfanne. Und dann toasten wir auch unsere Burgerbrötchen darin. Ich schließe das Ganze da so ein bisschen, dass auch von oben Hitze dran kommt. So, dann geben wir noch ein bisschen Salz, Pfeffer dazu. Es wird auch Zeit zum Zusammenbauen. Hier unsere Unterseiten der Burger. Da kommt dann ein guter Klacks von der Mayo drauf. So, dann kommt dazu ein ordentlicher Klacks von unseren karamellisierten Zwiebeln. Die hätten wir noch ein bisschen brauner werden lassen können, aber das ist super so. So, dann nehmen wir uns was von unseren Eiern. Formen hier quasi wie so ein Burger-Patty raus. Nice. Dann noch ein bisschen mehr karamellisierte Zwiebeln, weil wofür machen wir uns hier davon, ne? Da müssen wir die auch benutzen. So, dann geben wir jetzt unseren Käse drauf. Das ist Cheddar. Und jetzt endlich, Leute, kann ich diese Packel benutzen. Damit schmilzen wir das Ganze ein bisschen an. Wirklich, ich will sie schon so lange benutzen. Dann geben wir hier den Bacon auf die Oberseite und dann schließen wir auch schon den Burger. Kevin, es ist soweit. Das hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber das Endergebnis ist dafür wirklich umso hübscher. Das sieht aus, Leute, wirklich diese verschiedenen Schichten und es sieht wirklich so saftig aus. Also ich bin sehr, sehr gespannt, weil es schaut ehrlich nice aus. Wirklich, ja. Also ich habe noch nie Breakfast Burger gegessen, deswegen bin ich umso gespannter. Ja, du kennst das Spiel, du nimmst den ersten Bissen, dann lässt du ihn auf dich wirken, dann geht die Kamera aus und wir sehen uns gleich zur Bewertung. Also. Okay, Leute, wir sehen uns gleich. So, Kevin, du hast das Ding verputzt. Ich bin hier noch bei dem Fall-Off, sag ich mal, weil wirklich, man beißt in das Ding rein und alles fällt raus. Ja, total. Und du kannst ja gerne schon mal deine Gedanken dazu sagen. Also, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, als du gesagt hast, wir machen heute einen Breakfast-Burger, weil ich habe das noch nie gehört. Lass mich aber natürlich immer gerne auf neue Sachen ein. Zum Burger, der Burger, das Brötchen an und für sich, mega soft, also wirklich schön getoastet auf dem Grill draußen. Das war schon mal ein super Fundament. Der Bacon, mega knusprig. Das Ei war total soft, wirklich schon gegart, ihr habt das gesehen, habe ich so auch selten gesehen, das hast du wirklich super gemacht. Die Mayo war lecker und die Zwiebeln bringen eine schöne Süße rein.
rein. Also es ist ein Gedicht. Also wirklich, ich habe noch, wie gesagt, ich habe es noch nie gegessen und das hat meine Erwartungen übertroffen. Das aus deinem Mund zu hören als jemand, der, wie lange hast du Küchenerfahrung jetzt professionell? 13 Jahre. 13 Jahre professionelle Küchenerfahrung. Das freut mich wirklich sehr. Also ich fand aber auch so der Käse, ne? Der hat ja auch mega, mega abgeliefert. Was heißt das in der Note von 0 bis 10? Ja, also ich glaube, da kann ich nicht weniger wie eine 10 geben. Tatsächlich. Was? Also wirklich, wirklich krass. Ehrlich krass. Wie gesagt, das Ding hat mich total geflasht, überrascht und abgeholt. Krass, ey. Das freut mich wirklich richtig doll. Leute, ich dachte, heute purzelt hier mein Kopf. Aber ich will den Tag nicht vorm Abend loben. Mittagessen und Abendessen stehen noch an. Wir sehen uns zum Mittagessen. Und wir sind beim Mittagessen angekommen, Leute. Ihr seht es bereits. Mein neues Baby. Ich habe mir die am Black Friday gezogen. Und darin werde ich jetzt Teig machen für Nudeln. Ihr kennt ja mein Rezept, also das Rezept. 100 Gramm Mehl, ein Ei. Wir machen einfach mal 300 Gramm, drei Eier. 300 Gramm. Und dann habe ich hier drei Eier. Hey Leute, ich bin sehr aufgeregt. Die wird jetzt zum ersten Mal überhaupt benutzt. Dann mache ich wie auch beim normalen Pasta so eine Kuhle. Ich schlage da die Eier rein. So, wir geben jetzt den Haken rein. Und jetzt mache ich die Maschine zum ersten Mal an. So, Leute. Oh, ein Traum. Ohne alles mit den Händen verknetet zu haben, habe ich jetzt hier den Teig. Den hole ich mal hier rüber. Knete den Teig jetzt nochmal ein bisschen mit den Händen zusammen, damit der wirklich glatt ist. So, und den gebe ich jetzt kurz in Frischhaltefolie. So, wir essen jetzt ein leichtes Pesto, ein frisches Pesto. Da fange ich an, indem ich hier 50 Gramm Pinienkerne in einer unbeschichteten Pfanne einfach anröste. Und in der Zwischenzeit, muss man natürlich gut im Blick behalten, bereiten wir aber schon mal die anderen Sachen vor. Ich habe auch in dem Video, das wir mit Kevin gedreht haben, ein neues Wort gelernt, schlotzig. Er hat nämlich schlotziges Risotto gemacht. Und das ist kein Fantasiewort, sondern es ist echt ein kulinarischer Begriff, ne? Tatsächlich, ja. Dann starten wir uns jetzt zwei Knoblauchzehen. Hallo! Was geht? Ach so, was ich mache, ich koche gerade für den stellvertretenden Küchenchef von Schloss Elmau. Was geht bei dir? Brauchst du deine Smash-Burger-Platte gleich oder darf ich mir die kurz ausleihen? Ich habe zwei. Ehrenmann. Du kannst die gerne holen. Dann habe ich jetzt hier drei bunte Basilikum und die zupfe ich einfach hier ab, gebe die schon mal in unser Glas hinein, wo wir es dann gleich mixen werden. So, hier ist unser Basilikum. Dazu geben wir jetzt einfach schon mal den Knoblauch. Pinienkörner rösten langsam an hier hinten. Dazu kommen jetzt 250 Milliliter Öl, also wirklich eine ganze Menge. So, unsere Pinienkerne sind jetzt auch schon schön angeröstet, das heißt, wir können sie jetzt auch schon hier dazugeben. Dann kommt hierzu noch eine gute Prise Meersalz. Und jetzt ist auch schon Game Time für unseren Standmixer. Also dann, Leute. That's it. So, 50 Gramm Parmesan, so viel ist das. Jetzt schütten wir unsere 50 Gramm Parmesan einfach dazu und heben das Ganze vorsichtig unter. Das riecht wirklich richtig, richtig gut. So, das Nudelwasser ist schon fast am Kochen, das heißt, es wird jetzt höchste Zeit dafür, dass ich meine Nudelmaschine aufbaue. Dann muss ich hier nochmal ordentlich Mehl auf die Arbeitsfläche machen. So, und ich viertel jetzt den Teig mal. Dann kann ich das Ganze jetzt hier so zu einem Oval formen. Und dann gehe ich jetzt hier die verschiedenen Stufen von der Nudelmaschine einmal durch. Zwischendurch kann man immer so ein bisschen Mehl dazugeben. Ich habe jetzt hier hinten diesen, glaubst du, ist ein Tagliatella-Aufsatz, wo du die Pasta annehmen kannst, vielleicht, wenn sie rauskommt. Leute, seht ihr es, der arme Kevin muss hier mit anpacken und die Pasta annehmen, die rauskommt. Ich bin sehr zufrieden tatsächlich, wie der Teig sich verarbeiten lässt. Komm, weißt du was? Boom! Rein! Direkt! Die Nudeln kochen wir jetzt. Ich mache in der Zwischenzeit ein bisschen klar Schiff. So Leute, für die Extra-Meile, ihr wisst ja, mache ich jetzt hier nochmal eine neue Packung. Pinienkerne auf, röste die nochmal frisch an und schneide hier vorne ein paar Cherry-Tomaten. So, Kevin, da ist dein Mittagessen. Ich hoffe, du bist schon wieder hungrig. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, weil ich ja hier die ganzen Geschicke im Hintergrund ein bisschen beobachtet habe. Ich hoffe, du hast dir nicht die ganze Zeit gedacht, um Himmels Willen, was macht der Junge da? Ich habe mir den einen oder anderen Tipp und Trick... Verkniffen? Nee, den werde ich adaptieren. Ah! Das ist, sehr professionell aus, wie du das hier gemacht hast. Auch echt schön lang, schon super. Ne? Gibt nichts Schlimmeres wie so gebratene Nudeln. Ja, finde ich auch schlimm. Finde ich auch schlimm. Okay, wir sagen nicht mehr dazu. Scheint ganz okay zu sein. Wir sehen uns gleich wieder, wenn aufgegessen ist. Jetzt interessiert mich natürlich einmal mehr dein Urteil, ne? Deine Bewertung. Also erstmal vorab muss man ja auf jeden Fall mal klarstellen, weil es wahrscheinlich einige erwarten, hey, wieso urteilt der so locker oder warum haut er da so, keine Ahnung, wie zum Frühstück zum Beispiel 10 Punkte raus. Ja. Ich bin ja nicht hier hingekommen, um jetzt hier irgendwie den Richter zu spielen, sondern um hier einfach fair zu bewerten. Dann darf man halt nicht vergessen, du bist kein gelernter Koch, du hast es selber beigebracht, aber kochst auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Engagement und Enthusiasmus. Du kochst hier zu Hause in einer privaten Küche.
Küche. Das ist ja auch komplett andere Umstände, wie ich das irgendwie gewohnt bin. Ja. Du machst einen echt tollen Job hier. Das Dankeschön. Muss man erstmal vorab sagen. So. Dankeschön. Bei der Pasta, sage ich auch ganz ehrlich, gibt es nicht viel auszusetzen. Ne? Die Nudeln waren super, die Nudeln waren al dente, das ist ganz wichtig. Ich fand das Pesto war genial mit der feinen Knoblauchnote, super. Die Fischtomaten, ich sag dir ganz ehrlich, 10 von 10. Was? Schon wieder safe, 10 von 10? Safe. Also wirklich, ich kann nicht mehr dazu sagen. Das ist können die Leute dich googeln und sehen? Safe. Okay, die Leute, googelt ihn. Das ist, er ist wirklich stellvertretender Küchenchef. Der kriegt auch kein Geld dafür, dass er das sagt. Ey, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Ich hoffe, ich kann das irgendwie fortsetzen und aufrechthalten fürs Abendessen. Wir sehen uns einfach dort. So machen wir das. Wir machen heute Abend Hähnchensalat in Bocca zusammen mit Smashed Potatoes. Mit Rosmarin, Thymian, Knoblauch. Wird also sehr schön. Es wird ein sehr schönes Essen. Und ich würde sagen, wir fangen an, indem wir die feinen Speisekartoffeln, ich glaube Drillinge heißen die auch, oder? Davon nehme ich jetzt einfach mal die Hälfte der Packung und hau die in den Topf und koche sie mit dem Wasser auf. Und die zersmashen wir dann gleich so richtig schön mit meiner Smash-Burger-Presse. Ich gebe zum Wasser, das kennt ihr von meinen Ofenkartoffeln, Backpulver. Das hilft nämlich, die Stärke abzubauen, was das Ganze noch weicher macht. Im Endeffekt, wenn wir es im Backofen dann noch mit Olivenöl schön durchrösten. Wir kochen die Kartoffeln so 15 bis 20 Minuten auf und wir können auch direkt schon mal unser Saltin Bocca vorbereiten. Dafür nehme ich eine Hähnchenbrust, wie gesagt. Die schneide ich einmal durch. Okay, ich habe sie schon geschnitten. Und das Ganze plattieren wir jetzt. Ich probiere hier auf so eine Dicke von ja, einem knappen Zentimeter zu kommen. Okay. Saltin Bocca, das kennen bestimmt viele von euch auch gar nicht, ist quasi ein Sandwich aus Schnitzel, ursprünglich Kalbsschnitzel. Und gefüllt ist das mit Salbei und Parmaschinken. Hier ist der Salbei und hier ist der Parmaschinken. Ja, das legen wir hier so rein. Gucken, dass das ungefähr auf die Hähnchenbrust passt. Ich habe jetzt ein paar Salbeiblätter noch oben drauf gelegt und am Ende schwenken wir das Ganze auch nochmal in einer Salbeibutter durch. Und was wir jetzt machen, wir nehmen die Hälfte der Hähnchenbrust und legen sie oben auf. Sehr schön, das Ganze schließt ab. Und damit das Ganze gleich in der Pfanne auch zusammenhält, müssen wir es noch irgendwie fixieren. Dafür nehmen wir Zahnstocher. Also wir stechen hier einmal durch. Hier kommen wir wieder. Ich werde jetzt das Saltin Bocca noch mit ein bisschen Mehl bestäuben. Ich ziehe das jetzt einfach einmal rein. Wir warten eh noch eine Sekunde, weil die Kartoffeln noch ein bisschen länger brauchen. Ich glaube, das ist ganz gut und es hält wirklich super gut zusammen. Ich schneide jetzt noch ein bisschen Knoblauch. Jetzt nehme ich hier noch ein, zwei Ästchen Rosmarin und wir bereiten schon mal vor, indem wir die Unterseite von unserer Ofenpfanne einölen. Den gesamten Boden bedecke ich jetzt einmal damit. Und jetzt lege ich einfach schon mal so ein paar Knoblauchwürfelchen nach unten, damit die Kartoffeln auch von beiden Seiten parfümiert werden. Bei den Rosmarin mache ich noch ein bisschen fein. So, den streuen wir auch unten ein bisschen rein. Hier sind die guten und die gebe ich jetzt einfach mal hier hinein. Nicht wundern, das ist hier oben ein bisschen angerostet. Das macht aber gar nichts, weil das ist nie in Kontakt mit Lebensmitteln. Wir bearbeiten das Ganze nämlich jetzt auch mit ein bisschen Backpapier oben drüber. Und ich drücke runter. Okay, Leute, okay. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Mehr Olivenöl drüber. Wirklich, man spart daran nicht. Der restliche Knoblauch, der restliche Rosmarin, die Thymian-Ästchen. Und jetzt kann das Ganze auch von hier hinten in den Ofen hinein. Ich habe absolut keine Ahnung, wie lange, aber auf jeden Fall so lange, bis es knusprig ist. Ich mache jetzt zu den Kartoffeln, die im Ofen ja jetzt fertig werden, mache ich noch so einen kleinen Kräuterquark bzw. Creme fraiche, einen Schluck Milch, ein bisschen Frischkäse, frische Petersilie und einen Spritzer Limettensaft. Ja, let's go. So, wir geben jetzt ein bisschen Öl hinein. Und dann geben wir das halt den Bock auch in die Pfanne. Braten es auch von der anderen Seite noch mal scharf an. So, und wenn das von beiden Seiten angebraten ist, dann gehen wir ein bisschen runter mit der Hitze, geben in die Pfanne und frischen Salbei. Es sieht doch wirklich sehr schön aus. Und drüber. So, Leute, dazu kommen jetzt unsere Smashed Potatoes. Sind tatsächlich ein bisschen weich geblieben, weil ich akzeptiere sie, wie sie sind. Hier vorne haben wir noch ein bisschen Platz für unsere Sour Cream. Kevin, das große Finale. Wir haben hier einen Saltin Bocca vom Hähnchen, gemeinsam mit Smashed Potatoes und einer Sour Cream Petersilie Creme. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du sagen wirst. So oder so, egal was du sagst, ich bin schon happy. Ja. Von dir wirklich die zwei Top-Noten zu bekommen, hat mich sehr, sehr gefreut. Also ich probiere wie immer ein bisschen, oder? Ja, genau. Und dann... Mhm.
Okay. Leute, wir sehen uns zur Bewertung. So, mein Lieber, die letzte Mahlzeit des Tages ist aufgegessen. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also erstmal vielen Dank, dass du zu Gast warst. Es war wirklich cool mit dir. Vielen Dank für die Einladung nochmal vorab. Ja, kommen wir zur Bewertung. Ich bin sehr gespannt, was du zum Abendessen sagst, wie es dir geschmeckt hat. Ich bin großer Saltimbocca-Fan. Ich habe das bisher aber immer nur klassisch mit Kalb gegessen, nie mit Hähnchen. Ja, also unterscheidet sich jetzt natürlich von der Fleischmaserung. Hähnchen ist ein bisschen faseriger wie ein Kalb, vom Fettgehalt natürlich nicht. Ich will nicht groß jetzt hier um den heißen Brei reden. 8 von 10. 8 von 10? 8 von 10. 8 von 10 ist solide, würde ich sagen. Ja. Hätte ich mir auch selbst gegeben. Ja? Ja. Und wenn man mal ehrlich ist, also mit 28 schon 30 Punkten. Von dir, also von einem ausgebildeten Profikoch, der seit 13 Jahren kocht und in Sterneküchen kocht, könnt ihr nicht glücklicher sein. Checkt unbedingt Kevins Video ab. Ist jetzt gerade auf seinem Kanal abgegangen. Ist abgegangen. Es geht auch übelst ab. Es macht 100 Millionen Aufrufe. Wir sehen uns nächsten Sonntag um 14 Uhr wieder. Macht's gut. Bis dahin und tschüss. Peace.